Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, immer noch Nebenquesten vor den ja, finalen Kämpfen, nehme ich mal an. Und ja, ich habe mir gedacht, da in den letzten Parts nicht so viel Action am Start war, Entschuldigung, werde ich das hier mal ändern. Und ja, ich weiß wohl. Erinnert ihr euch noch an diese eine Katze? Also an die hier? Die machen wir jetzt platt, weil jetzt müssen wir stark genug sein. Also komm her! Zack! Auch eins von diesen verfluchten Bestien. Machen wir locker platt. Ah, das ist auch Mann. Ja, und jetzt gehen wir nicht so schnell kaputt, oder? Komm her. Ah. Obwohl, er macht immer noch Schaden. Nicht gerade. Aua. Komm her. Und zack. Verdammt falsch. Das war ja voll. Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Aua. Ja doch. Hier möchte ich echt gesagt Jude als Kollegen haben. Und zwei Heiler, genau. Fans. Obwohl, das Viech sieht so aus, als hätte es einen Stab am Schwanz. Ja, ehrlich gesagt sieht es aus wie eine Lanze. Deswegen werde ich mal mit Leia versuchen, das Viech zu erledigen. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Bams, Mann, nein. Warum ist Mila tot? Aua. Okay. Jawohl. Ha, ha. Schade, der Stab nicht stärker wird, wenn man das einsetzt. Ist irgendwas anfällig gegen Dunkelheit? Ein Lies, macht das nicht fertig. Ich hoffe noch, ich krieg das Viech in einem Part, weil mir fällt noch ein Viech ein. Das habe ich aber nur offscreen gesehen. Boah, das. Okay, warte, warte, warte. Nein, 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 nicht wieder zurückwechseln. Gut. Das befindet sich in der Bermia-Schlucht, wo wir glaube ich auch noch irgendwann mal hin müssen, habe ich das Gefühl. Deswegen, wow, was ist denn hier? Nee, oder nicht. Deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht zwei Viechern in einem Part schaffe und ich bin so gut wie tot gleich. Skyler, Schlag. Wow, das war gut, danke, Elise. Au. Ja, und ich drücke absichtlich nicht viel, damit ich hier Jules Wiederherstellung habe. Aber und das so eine gute Idee ist, weiß ich natürlich nicht. Jawohl. Dann wird man ja voll geheilt wegen diesen einen Fertigkeiten. Richtig toll. Zack, aua. Und ist mir hoch, danke. Ist mir hoch, danke. Aua. Ist gut. Und nein, das wollte ich machen. Aber war das noch richtig gut? Zack, hoch. Ist faul. Zack, 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 zack. Und jetzt kommen erstmal Angriffe. Ich hab doch nach oben gedrückt, Mann. Jetzt drücke ich nach oben. Zack. Verdammt, das ging nicht mehr. Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich irgendwas klauen von dir übrigens? Nö, die ist aus. Ah. Nein, was ist das denn? Sirup? Allheilmitteltrank, ne? Ich bin so riskant. Aua. Ach du Scheiße. Gott, hör auf, nein, wir sind gleich alle tot. Nein! Oh. Na warte, das kriegst du zurück. Ey, wie, was ist denn jetzt auf einmal passiert? Ich hätte den Kampf doch so gut wie gewonnen. Boah, das gibt's doch nicht. Elvin, Rome, was labert ihr da? Ihr seid doch gar nicht in diesem Kampf dabei. Moment.
Sag. Verdammt. Sag, komm her. Treffe ich dich überhaupt? Boah, ich hab doch. Umgedrückt. Boah. Boah, eine Explosion. Aua. Brauch mehr. Boah, mich da krieg ich noch kaputt haut am Ende. Ich bin hoch, bitte Paul. So, und Mila ist tot. Sie ist super. Gut gemacht, Elise. Jawohl, gut aufgegriffen. Gut ist ich. Bams. Boah, ich brauche ein paar dunkle Angriffe. Elise, was kommst du näher? Geh in Sicherheit. Und geiler Schlag vor ins Gesicht. Oh nein. Oh. Oh, meine Federn sind wieder angegangen. Das Geheimnis des Stabs ist ja gelüftet. Scheiße, jetzt schaffe ich nicht mehr zwei Bestien auf einmal. Ich wollte eigentlich das nächste Viech direkt da dran hängen. Aber jetzt sind schon wieder dann zwei Parts. Ja, super. Noch mehr. Wow, ey. Oh. Hilfe. Oh, Hilfe. Da. Und. Wie heißt Angriff? Tempest Period. Ja, ich kenne den englischen Namen, das reicht. Aua. Damit er nicht wieder versteinert hat, war jetzt richtig mies bei ihm. Wo bin ich? Ach, da. Ich habe mich aus den Augen verloren. Da. Aua. Okay. Hör auf damit. Aua. Einfach viel zu hektisch an, Mann. Und Sturmpirouette. Komm schon, die Hälfte haben wir wieder. Bah. Gibt's doch nicht. Danke. Und jetzt. Ja. Aua. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Diesmal nicht. Huha. Und Satsugeki Bukoken. Ja, ich glaube, sie ist anders im Japanischen. Auch. War bitte nicht wieder versteinert. War richtig mies vorhin. Wow. Gut ausgewichen. Oh Gott. Zack. Gibt's doch nicht. Kann jemand Jude wieder blieben? Danke. Jawohl. Gut gemacht, Elise. Du bist die Beste. Oh, nein. Ich lasse nicht drauf ankommen. Ich wollte eigentlich hier so alle Viecher hier auf einmal in einem Part fertig machen und dann. Geh weg. Geh weg. Aber wie es aussieht, schaffe ich nicht mal. Das Viech in einem Part. Jawohl, gut gemacht. Aua. Hilf mir hoch, bitte, Paul. Ich sollte mir wirklich überlegen, ob ich das mache. Komm schon. Ey, doch, gelacht, wenn ich das nicht schaffe. Das soll sich wenigstens lohnen auch. Hat schon mal vorweg. Der war Strike. Au. So, Rückzug. Geht so weiter. Nein. Hä? Du hast den Gegenstand eigentlich. Ich wollte schon sagen, hast du jetzt gerade. Ja, Auferstehung auch hier angewendet. Ausweichen. Ha. Und. Zack, nein, ausweichen, ausweichen, boah, ausgewichen. Kriegt mich nicht, Mixer. Bams. Voll, ihr fliegt noch hinterher, aua. Komm schon, boah. Aua.
an ihm so. Ha. Tempest Pirate. Ich bin so weg vom Fenster. Ich diese Arcanas auch nie einsetze außerhalb von der Grenzüberschreitung, irgendwie schwach. Irgendwie bin ich dumm, ne? So, gleich haben wir nicht. Nein! Nix! Du sollst gefälligst leben. Und einfach so, just for the lols. Nächstes Mal mal Elven ein. Zack. Und weg bist du. Und wir haben keinen letzten Skalpen. Trigatori, der brüllende Dämon. Er ist ein Zauberstab? Stabverlängerungstalent, geil. Und Teufelsstabbeherrscher. Schon wieder ein Stab, ich habe noch einen Stab für Elise. Der ist sogar schwächer, was ist das denn? Diese Waffe wurde einst von Gatrega, einer der Teufelsbestien, getragen. Der schwarze Stab gibt ein trotziges Geheul von sich. Es gibt. Nein, okay. Hätte sein können. Hey, hatte ich hier schon für diese eine Quest einen stärkeren Stab bekommen, ich fasse nicht. Ja, aber. Ja. Mehr haben wir jetzt nicht erreicht. Die nächste Bestie, von der ich auch weiß, wo sie sich befindet. Weil ich hier offscreen begegnet bin, werden wir dann im nächsten Part machen. Dann hätten wir schon mal die erste Hälfte. Ja. Klingt das nach einem Plan? Das klingt nach einem Plan, ne? Ich werde mir dann wahrscheinlich noch hier irgendwie so ein Gericht holen, womit ich mehr Erfahrungspunkte bekomme. Weil wenn wir nur Erfahrungspunkte bekommen, dann soll sich das auch schon lohnen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Tschüss.